Und der Hermann Ehlers Preis nimmt besonderen Bezug auf die Leistung seiner Trägerinnen und Träger für den Prozess der europäischen Einigung. Schon vor seiner Entscheidung für das höchste Staatsamt in Rumänien zu kandidieren, war Staatspräsident Klaus Johannes der bekannteste lebende Siebenbürger Sachse weltweit. Klaus Johannes verkörpert etwas, was sich gerade die junge Generation in Rumänien sehnlich wünscht. Einen Politiker anderen Typs, der nicht primär sein eigenes Wohl, sondern das seines Volkes im Auge hat. Dass der Hermann-Ehlers-Preis also in einem Parlament verliehen wird, ist kein Zufall. Einen besseren Ort gibt es für die Würdigung europäischen Engagements nicht. Klaus Johannes hat große Verdienste im Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land erworben und dessen Ansehen in Europa und der Welt gemehrt. Ich gratuliere dem rumänischen Volk zu einem solchen Präsidenten. Der Preis ist eine Anerkennung Ihres bisherigen Weges und er ist eine Ermutigung, diesen Weg weiterzugehen. Ihr Weg, Ihr politischer Werdegang steht beispielhaft dafür, wie unterschiedliche Facetten der eigenen Identität für ein gemeinsames Europa stehen. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag, die Rolle Rumäniens in der Europäischen Union zu festigen und die europäische Idee und die europäischen Werte in Rumänien zu verankern. Kiel, den 28. September 2016. Meine Damen und Herren, bedanke mich nochmals für die besondere Ehre und für Ihre Gastfreundschaft. Die Auszeichnung ehrt mich und all diejenigen, die zur Festigung der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Rumänien beigetragen haben. Applaus